Schwester Monika, die Gastschwester der Brigitta-Schwestern hier in Bad Stehna. Wir haben sehr große Hilfe von den Praktikanten, die wir von Pazisberg kriegen. Bei unserem Gästehaus, dass das funktioniert mit dem Versorgen von den Gästen, sauber machen, Essen servieren und sowas. Und in unserem Garten. Wir sitzen hier gerade bei einer gemütlichen Fika. Der wichtigste Bestandteil unseres Arbeitsalltags und immer ein Highlight. 10 Uhr jeden Tag. Dann heben wir das Glas auf euch. Willkommen, Kikako. Hier sind wir jetzt im Packrühm, also im Packraum von der katholischen Buchhandlung bei uns hier in Neugenia. Hier arbeite ich mehrere Tage die Woche und jetzt zeige ich euch noch unseren Buchladen. Das Schöne an der Arbeit hier an der Kasse im Buchladen ist, dass man möglichst schnell möglichst viele katholische Menschen hier in Schweden kennenlernt, weil ungefähr jeder Katholik und jede Katholikin hier in Schweden von Zeit zu Zeit bei mir vorbeikommt, ein Buch kauft, Weihrauch kauft, ein Kreuz kauft, eine Postkarte kauft, was auch immer, und dann kann man ein kurzes Pläuschchen halten und sich vorstellen. Die Menschen freuen sich, wenn man Schwedisch redet. Ich habe hier am besten Schwedisch gelernt und man lernt sehr schnell, sehr gut die katholische Kirche hier in Schweden kennen. Mit dem Ganzen zu tun habe. Ich bin eine der zwei Projektkoordinatorinnen und gleichzeitig Mentorin für zwei Freiwillige hier am Newman-Institut. Mein Job ist es, einmal alles rund um euren freiwilligen Einsatz zu koordinieren, euren Weg zu begleiten. Mal gucken, was Madeleine und Pauline gerade machen. Die sind hier im Post- und Druckerraum zugange. Eine Runde Blumengießen im Newman-Innenhof. Eine sehr typische Arbeitsaufgabe im Sommer. Nach den ersten Tagen voller Euphorie kommt der Alltag, an den du dich gewöhnen wirst, wurde uns Praktikanten allen in Vorbereitung auf die Zeit im Ausland gesagt. Auch für mich kam der Alltag schnell. Die Handgriffe und Regeln bei der Küchenarbeit waren schnell erlernt. Der Weg mit der Bahn durch Oslo bis zur Gemeinde fährt sich schon ohne nachdenken zu müssen und man spricht schon davon, wann man wieder zu Hause ist. Für mich jedenfalls ist es das schon geworden, ein Zuhause. Hier im Katharina-Jammer leben nämlich nicht nur Schwestern und Freiwillige, sondern auch Studenten und Touristen, weil die hier Gästezimmer vermieten. Man hilft, indem man das Essen rausträgt und auf den Tisch stellt. Hier im Kloster essen die Studenten jeden Abend und die Gäste können hier auch zu Abend essen. Und deswegen gibt es hier zum Frühstück und zum Abendessen ein kleines Buffet, wo man sich halt Essen holen kann. Und als Freiwillige ist man dann dafür zuständig, wenn man eingeteilt ist, dass man halt darauf achtet, dass dann halt auch alles rausgestellt wird. Und nach dem Essen sorgt man dann halt dafür, dass das alles wieder sauber wird. Man wäscht das Geschirr und man stellt das Essen alles wieder rein und man bringt den Müll auch raus abends. Und das mache ich am Dienstagabend. Mittwochs arbeite ich von 10 bis 14 Uhr bei NÜK. NÜK, das sind die jungen Katholiken hier in Norwegen. Und dort arbeite ich zusammen mit Claire. Und Claire, das ist die zweite Freiwillige aus dem Bonifatiuswerk, die hier Zeit im Katharina-Jammer verbringt. Und wir haben zusammen den Auftrag, sag ich mal, bekommen, dass wir Videos drehen für deren Instagram-Channel. Und wir machen das so, dass wir verschiedene Leute aus der katholischen Kirche dafür interviewen, dass die jungen Follower des Instagram-Channels so ein bisschen mitbekommen, wer alles hinter der Kirche hier in Norwegen steckt. Besonders gefällt mir die Atmosphäre in diesem Praktikum. Während der Arbeit bekomme ich immer wieder mit, wie die Kollegen, wie die Lehrer und die Schüler es immer wieder schön finden, was für Arbeit ich verrichte und auch die Arbeit, die ich mache, wertschätzen. Und nach der Arbeit kann ich mich mit Studenten treffen oder mit anderen Leuten, die ich so kennenlerne. Die Leute heißen mich ja sehr gut willkommen.
es ist sehr angenehm. Ich bin froh, hier sein zu können. Good day. Via Greta o Franzi, o via Praktikantene i København. Ich, Franzi, bin an dem Nils-Dienstes-Gymnasium direkt über unserem Dormitory und assistiere den Lehrern im Deutschunterricht in der 6. bis 12. Klasse. Greta hilft in der Bernahel-Klasse, also der jüngsten Klasse an der St. Knud-Lewa-Schule, einer Grundschule. Das Praktikum im Norden war die perfekte Möglichkeit, nach dem Abi noch einmal viele neue Leute und die dänische Kultur kennenzulernen. In der Zeit hier haben wir beide sehr viel über uns selbst gelernt und unsere Begeisterung für Kopenhagen entdeckt. Ich finde die Natur hier in Island ganz besonders toll und ich freue mich sehr, dass ich hier so viele schöne Wunder erleben darf. Hi, hi! Ich freue mich, dass ich heute hier meine Einsatzstelle in Reykjavik zeigen kann. Besonders gefällt mir hier, dass ich so vielfältige Aufgaben habe. Alles ist sehr bunt hier. Morgens helfe ich immer beim bedürftigen Frühstück mit den Mutter-Theresa-Schwestern. Und nachmittags bin ich hier im Haus und ja, mache alles Mögliche, was so anfällt. Wie it was today with the sisters? No, it was very nice, but many people today, yes. Many people? Yes, many people. Oh. Yeah. At the breakfast. What means many people? Ah, yes. Oh, I think around 30 maybe. That's more than the last few weeks. Yes. Ich erlebe die Kirche hier als sehr bunt und auch sehr vielfältig und auf eine Weise vertraut, aber auf eine andere Weise auch ganz anders, als ich es von Deutschland kenne. Und ich glaube, dass mich das für mein ganzes Leben lang auch begleiten wird. Und ja, ich kann einfach nur sagen, Island ist toll. Mein Standort ist Akureyri im Norden Islands. Und das Besondere an meiner Einsatzstelle ist die Kinderkrippe. Unter der Woche arbeite ich hier jeden Tag. Und in meiner Gruppe sind 9 kleine Kinder im Alter von 1 bis 2 Jahren. Und ich helfe hier beim draußen aufpassen, beim Spielen, beim Füttern. Ja, und es macht mir total viel Spaß. Hallo, herzlich willkommen bei uns in Riga. Wir sind jetzt gerade hier im Kloster, dort wo die Anni und ich wohnen. Grüße hier aus Riga. Ich bin Leo. Ich bin Emily. Und wie ihr unschwer hinter uns erkennen könnt, sind da ganz viele Kerzen. Wir sind nämlich gerade in Imanta, in einer Behindertenwerkstatt, in der wir in der Woche arbeiten. Wir arbeiten hier mit den Behinderten, ob es jetzt in der Einzelbetreuung ist oder hier in der Kerzenwerkstatt. Wir gehen draußen spazieren mit den Klienten, aber sind auch beim Mittagessen und das macht sehr großen Spaß. Dann arbeiten wir noch im deutschen Kindergarten. Dort bringt man quasi die Kinder durch den Alltag als erzieherische Assistentin. Dann arbeiten wir dienstags noch mit den Schwestern der Nächstenliebe in der Suppenküche. Dort verteilen wir an ungefähr 130 Bedürftige Essen und Getränke. Das ist eine sehr anspruchsvolle und anstrengende Arbeit, tut aber am Ende auch sehr gut und macht großen Spaß. Und ihr merkt wahrscheinlich, dass die Arbeit hier in Riga sehr vielfältig ist und für jedermann ist was dabei. Wir freuen uns, dass du kommst und wir hoffen, dass es dir hier gut gefällt. Und wer bist du eigentlich? Oh, das habe ich vergessen. Ich bin Heidi, deine Mentorin. Ja, und ich bin die Alexandra oder die Alex. Ja, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß mit meinen Bildern aus Estland, die ihr gleich sehen werdet.
und hoffe, dass ihr vielleicht auch Lust bekommt, ein Praktikum im Norden zu machen. Tartu ist mit etwa 93.000 Einwohnern Islands zweitgrößte Stadt. Die Stadt der Intellektuellen, der Künstler, der Kreativen, der Wissenschaftler und Studenten. Die Universität spielt eine große Rolle. Es gibt viele Veranstaltungen und Islandkurse. Nahe am Stadtzentrum liegt das katholische Bildungszentrum Tartu. Dazu gehören eine Schule, ein Kindergarten, ein Sportclub und ein Kulturhaus. Mit über 400 SchülerInnen und etwa 80 MitarbeiterInnen ist das Bildungszentrum groß und es gibt einiges zu tun. Neben der Arbeit im Deutschunterricht und im Kindergarten kannst du vieles lernen, über dich hinauswachsen und das Land entdecken. Bis bald! Danke, Misani! Unser Praktikantenprogramm ist ein richtiges Adventure. Rund 20 junge Menschen aus ganz Deutschland gehen jedes Jahr in dieses Abenteuer hinein. Sie brechen auf nach Nordeuropa oder ins Baltikum, um etwas vom Land, von den Schönheiten, den Eigenarten, den Menschen, der Vielfalt zu erkennen, aber eben auch zu sehen, wie Menschen dort in der Diaspora, in der Kirche ihren Glauben leben. Und bei einem könnt ihr und können sie sicher sein, es ist keine Einbahnstraße. Sie sind einerseits Hoffnungsträger für die Menschen dort, aber andersrum werden auch sie vieles entdecken, vieles, was sie berührt, vieles, was sie auch bewegt und was sie mitnehmen im Handgepäck nach Hause. Alle Informationen rund um die Bewerbung finden Sie auf unserer Website praktikumimnorden.de.